Herzlich willkommen bei Feuer Willi. Das bin ich. Ich bin endlich wieder in Langendamm heute. Ortsfeuerwehr Langendamm gehört zur Nienburg-Weser. Und bei wem bin ich wieder? Bei meinem Freund Michi. Michi, komm mal her hier. Bam, da ist er ja. Michi, wir dürfen noch mal gucken. Jawohl. Ihr kennt ihn noch vom letzten Video. Da haben wir schon euren TLF 1625 mit einer meiner Lieblingsfahrzeuge, muss ich dazu sagen, angeguckt. Du hast ja noch einen schönen in Stall. Genau. Kameraden. LF10. Und den gucken wir jetzt mal gemeinsam an. Okay, los geht's. Ja, wir fangen vorne mal an. Wir machen jetzt mal die Fahrradtür mal auf. Maschinistenreich. Und dann schauen wir da mal rein. Oh, Mensch, ich habe hier da. Das ist ja toll. Ist das ja ein Defri vorne drin? Ganz normaler AED. Ja, was heißt ganz normal? Also, ich habe keinen. Ganz normal. Ach so. Ne? Also, das sind diese Kontakte, die man draufklickt und bzzz, ne? Und so wie man so aus einem amerikanischen Film kennt, Wiederbelebung. Bzzz, bzzz. Aber hier halt den kleinen, ne? Okay, genau. Aber das habt ihr ja immer geladen, das ist ja cool. Und das Schmuckstück, oder ist das hier nicht geladen? Doch, das wird hier geladen, ne? Nee. Ach, wird nicht geladen? Nee. So, okay, dann schneiden wir das raus. Geht ja schon wieder gut los. Und zwar, nochmal ganz kurz fürs Archiv, bei den Dingern ist es so, dass die Akkus sind wesentlich empfindlicher als Batterien. Und die Batterien halten oft 10 Jahre, wenn du die nicht benutzt. Also macht ihr Batteriebetrieb? Ja. Ah, okay, ist doch guter Hinweis. Okay, und Wärmebild. Und eine Wärmebildkamera. Können wir da gleich mal durchgucken? Ja, können wir machen. Dann sehen wir uns hier doch voll, ne? Wink mal. So, machen wir einen Daumen. Okay. Also, das hört sich jetzt blöd an, aber man sieht auch durch die Klamotten durch. Hm. Okay. War Quatsch. Natürlich. Okay. Ja, aber viel Temperatur ist jetzt hier nicht. 13 Grad ist gemessen in der Luft. 13 Grad auf der Oberfläche von Moritz. Hm. Nimm mal. Guck mal in sein Gesicht. Da wird er ja, heißer. Also, genau, da hast du momentan 26 Grad im Gesicht, Moritz. Noch. Alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Ne? Super, ne, interessant. Ich werde jetzt, wir werden gleich im Nachspann noch mal ein bisschen mit der Wärmebildkamera noch mal ein paar Bilder mal so machen, ne? Dass man mal irgendwas sieht. Gucken wir mal, ne? Mhm. Okay. Cool. Ja, dann lass mal weiter gucken. Ja, also Gruppenkabine. Hier ist es auch ganz normal die Ausrüstungsplätze für den Angriffstrupp. Für Melder habt ihr das jetzt hier nicht. Beim Mann habt ihr den Melderplatz, glaube ich, noch bestückt gehabt, ne? Genau. Und ganz normal Standard die Koller. Zum Vergleich bei dem LF in, wo er in Gottshorn war, da haben die zum Beispiel hier so einen Umbauten und die Masken hier oben reingehangen und sowas. Ne? Aber ist interessant, ist halt Handschuhe gleich greifbar, finde ich gut, hygienemäßig. Und was haben wir hier so drunter? Auch Desinfektionszeug, Verbandskoffer. Alles so nochmal ein bisschen dabei. Ne? Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich da nochmal reingucken darf. Hüpfen wir hier mal rüber. Oh, guck mal hier, Verbandstasche. Blitzleuchten, also Verkehrswarnleuchten. Was ist das hier noch in der Tasche? Habt ihr einen Spaten? Was hier drin? Faltdreieck? Ja, sehr gut. Schön, aber ein bisschen was dabei. Ne? Und die schönen Handlampen. 6 Stück. Oh, gut, gut bestückt. So. Sehr schön. Ich liebe Gruppenkabinen. So. Micha, jetzt bist du dran. Jetzt ist deine Show. Jetzt zeig ich mal her. Der, der sich am wenigsten auskennt. Ist so? Nein. Ja, Kamera angucken schon. Ja, wir wollen gemeinsam. Problem ist hier mit dem Ton. Also entweder ich habe leider nur ein Mikro. Ja. Hast du mich verstanden? Ich habe dich verstanden. Okay. Soll ich dir das Mikro ranhängen bei dir? Nee, du. Erzähl, was du erzählen möchtest. Vielleicht steige okay. Ich nochmal mit ein. Okay, wir haben. Was ich gerade gesehen habe, ist hier diese Halterung für diese schöne Axt.
Also diese Hülle kenne ich gar nicht persönlich. Standard dabei. Standard dabei bei diesem Patent hier? Ja. Ist Standard. Hey, beruhigt mich. So. Ich glaube, die haben wir schon mal zusammen schon mal hier reingewuppt an der Stelle, erinnere ich mich, an einer Brandcontainerausbildung. Ne, schöne TS, ist noch eine 8.8, ne? Jetzt genau. So. Was ist das für ein Baujahr eigentlich, das Auto? Weißt du das? 2005. Ja, ist ja noch. Ist ja noch. Quietscht ja noch quasi. Okay. Also, Kraftstoff gleich für die TS, ist hier auch gleich greifbar, finde ich gut. Ja, Besen und hier Saugschläuche auch wieder so schön hoch. Aber wegen den TS, nee, auch alles gut. Ja. Feuerpatsch. Okay. Baut ihr die jedes Mal dann erst zusammen, oder wie? Genau. Ja. Okay, wo sind die Stiele dazu? Ich habe mich vertan. Stiele wie hier. Ne? Stiele sind hier nebenan gleich. Werden kurz aufgesteckt, geht ja schnell, Schnellspanner, zack, bumm, fertig. Aber zum Verstauen natürlich eine raffinierte Lösung, ne? Gespeichert. Ja, und die Schlauchbrücken natürlich. Okay. Schöne Tauchpumpe. Aber auch schöne Schrift, ne? Werkzeugkasten dreiteilig. So, ganz normal B. Also das ist ganz interessant. Ihr habt hier eine 32 Volt Steckdose. Die haben hier intern, habt ihr hier ein Aggregat verbaut, was bei laufendem Motor quasi die Spannung produziert, dass man hier ganz normal mit 32 Volt arbeiten kann. Auch interessante Variante. Also ihr habt kein Notstromaggregat hier drauf. Sonst noch? Nein. Nee. Okay. Ja, Krankentrage ist hier oben mit verlastet. B-Schläuche. Ich habe den Schlauchtragekörbe für. Jetzt muss ich gucken, alles nur C, ne? Wie verlegt ihr die? Einfach ganz normal in Buchten oder macht ihr auch hier 7-to-go oder irgendwie sowas? Nee, ganz normal in Buchten. Ganz normal in Buchten. Sind aber auch die alten Körbe, die man nicht aufmachen kann, ne? Sehe ich gerade. Die kann man auch. Die kann man auch. Ja. Können wir die mal sehen? Ja. Ah, so macht ihr die auf. So, und dann kannst du die theoretisch aufmachen. Ne, sind also, okay, die sind ja mit so Scharnieren befestigt. Finde ich auch interessant. Warte mal kurz, komm mal wieder ran. Ne, sind die mit Scharniere befestigt. Ne, und auch eine Klappvariante, die ich so jetzt noch nicht im Einsatz gesehen habe. Du reißt dir deine Finger kaputt, wenn du die Körbe bestückst. Dann hängen diese scharfen Bügel da drüber herum. Deswegen lieber Körbe der neueren Generation, dann bist du sicher. Ja. So. Ich wollte dich aber nicht kränken. Deshalb, nein, nein, alles gut. Alles gut. Man muss ja das nehmen, was man hat. Hier habt ihr jetzt noch was. Ah, ihr habt wieder diese tolle Göbelspritze. Haben wir auch einen anderen auf dem TLF 1625, haben sie das auch drauf. Um hier, was ich, brennende Balken mit abzukleistern, quasi, dass das länger erhalten bleibt. PAs, also AGT-Ausrüstung, ganz normalen ABC-Feuerlöscher. Ist auch schon wieder ganz schön voll, das Auto, ne? Was habt ihr hier noch? Wieder Löschrucksäcke? Genau. Löschrucksack, Abschlusssicherung. Achso, hier Abschlusssicherung drin und hier ist der Löschrucksack. Genau. Okay. Ersatzflaschen haben wir hier noch. Dann haben wir Verteiler und Rückflussverhinderer. So, was hast du noch? Hohlstrahlrohre? Das B. Ach, da hinten. Oh, für den ozeanischen Löschangriff. Sehr schön. Habe ich aber auch noch nicht gehört. Weil Micha sagt gerade, das B-Hohlstrahlrohr ist für den ozeanischen Löschangriff geeignet. Herrlich. So. Micha, komm, jetzt sag mal was zu deiner schönen Pumpe. Obwohl, ich muss ja noch mal ganz kurz zeigen, ne? Wenn nicht sogar noch länger im Breit. 1000 Liter Wassertank. Die Pumpe macht 1000 Liter bei 10 Bar. Also ganz normal, ganz normal. FPN, nicht PFN, FPN ist ja fest eingebaut. 10.000 nach EU-Norm. Und
Ja. Sieht zwar riesig gewaltig aus, ist aber normal. Ne? Ich sag mal, eigentlich schafft ihr hin das gleiche fast wie die TS an der Seite. Zwar nach alter Norm 8 Bar, 8 Liter, 800 Liter bei 8 Bar. Aber die schafft wahrscheinlich auch die 10 Bar und 1000 Liter die Minute. Genau wie das Schätzchen hier. Ne? Okay. Wie man sowas bedient, das ist alles Maschinistengeheimnis. So, hier oben habt ihr nochmal Kellersaugkorb. Hier ist dein Haarnetz, du hast es noch gesucht. Was habt ihr noch? Können wir mal hier rausziehen? Ja, kurzer B-Schlauch, Fangleine und Sammelstück allerneuester Generation. Junge, 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 was ist das denn? Herrlich. Michael, jetzt kommen wir zu der anderen Seite. Hier wieder wunderbar. Das Ausziehpatent. CO2-Löscher, so ein Zumischer. Was ist denn das hier? B-Messerschare oder was? Gleich mit Stützkümmer dran. Ah, das ist auch eine gute Verlassungsvariante. Selber gebaut, oder? Nee. So, okay. Da oben sehe ich noch, also ihr habt Hydroschild noch, ihr habt hier noch 3C-Hohlstrahlrohre. So. Also auch eine Variante dieser C-Schnellangriff, entweder so in Buchten reingelegt, den Schlauch, oder halt manche haben diesen formstabilen, diese Haspel. Vorteil bei der Haspel ist, den brauchst du nicht theoretisch nicht ganz abwickeln, kannst Druck drauf geben. Bei dem muss man hier aufmachen, C nehmen, das tut jetzt aber nicht an, loslaufen und der muss eigentlich komplett raus, damit man hier Druck drauf geben kann. Ne? Also, beziehungsweise wenn man dann Druck drauf gibt, wird das eh komplett alles rauskommen. Und dann schießt das dann quasi, wo schießt es dann gleich an? Hier. Korrekt? Okidoki. So, was haben wir denn hier noch? Ganz normal Messingstrahlrohr. Noch ein Zumischer? Hattest du nicht da oben auch schon einen? Auf der anderen Seite? Nee, das ist nur das Hydroschild. Ah, das Hydroschild. Okay, das habe ich oben gar nicht gesehen. Das sind vier Zumischer. Ja, ganz normaler Verteiler. Oh, hier wieder auch eine. Will dir keine Werbung machen? So. Was haben wir dann hier noch? Micha, komm, du erzählst jetzt mal was. Mich kennen sie alle. Komm mal dich dran, ihr Schätzelein. Dich kennen sie alle. Gut. Ja, wieder zwei Schlauchkörbe C. Ja. Wassersauger. Aber wieso habt ihr jetzt, also ihr habt jetzt hier C und auf der anderen Seite? Genau. Das okay. Passt einfach nicht. Okay. Ja. R2D2. Wassersauger. Also dann macht ihr den kompletten Service in den Keller auspumpen, macht ihr noch. Kann man ja mal einmal überziehen. Ja, ist ja natürlich eine nette Geste, ne? Nicht schlecht. Micha, komm her, ja. Erzählst du das jetzt. Ja, fangen wir unten an. Einmal Ölbindemittel noch mal drin. So voll im Sack. Fernbedienung für den Lichtmast. Hey, Transformer hier oder was? Genau. Cool. Ja. Dann hier Kabeltrommeln. Flutlichtstrahler auf einer Brücke, auf einer Tragebrücke. Ja, okay. Genau. Lass mal den Sack rausnehmen, was ist hier drin? Hast du mich gerade alter Sack genannt? Ich hab dich gerade alter Sack genannt. Das ist ja wohl unglaublich. Bei dir wird's auch schon grau. Hallo, das ist getönt. Das macht es seriöser, weißt du? So ein paar graue Strähnchen. Kettensägenausrüstung. Hier haben wir noch ein bisschen. Ja. Ja. Alles, was man so zum Auseinanderziehen von irgendwelchen Lasten braucht. Genau. Ja, herrlich. Kettensägenausrüstung hast du gefilmt, Moritz? Film ihn nochmal. Gut. Was liegt hier mit drin? Was ist denn hier nicht mehr verstecktes Fach? Da bin ich jetzt gespannt. Tada! Nochmal, dein Kopf war nicht mit drauf. Es waren nur deine Hände drauf. Ist doch egal. Ja, wenn das liegt am Kameramann, ist es eine Scheiße mit dir. Tada! Aber wohl, das könnte Sarah jetzt besser, ne? Moment. Sarah! Bacon-Pack. Warte, wir haben sie ja hier. Was ist denn da bloß drin?
Tada! Also, hier hast du noch ein bisschen Material. Was stimmt nicht mit euch? Oh, Alter. Das wird so. Heute wieder nichts. Rohrschlauch. Der Rohrschlauch. Hier haben wir jetzt. What ist das? Okay. Zubehör für die Schlauchbrücke. Zubehör für die Schlauchbrücke. Die Schlauchbrücke liegt oben auf dem Dach. Ja. Und hier liegt das Zubehör, die Winkel und die Schläuche, die nach oben gehen. Genau auf richtiger Länge. Alter. So, hier habe ich. Oh, hier. Ich glaube, ich gehe mal runter. Hier hätte sich ein oranger Hersteller richtig austoben können. Hey, mit Akku? Nichts mehr hier. Langweilig. Läuft immer. Ja, okay. Das ist ja das Problem. Wenn die denn ein Jahr im Auto gelegen haben, laufen die nicht mehr. Und das kann dir bei Akku nicht passieren. Für viele kleine Dinge des normalen Alltags sehr zu empfehlen. Auch Akku. Auch Akku. Alles Akku. Geil. Ja, passt ja selber Akku rein. Akkurat. Also alles Akku. Akkurat! Nee, wie gesagt, ist halt alles stimmig, ne? Das heißt, okay. Supergeil. Das hat sich auch wieder gelohnt. Wieder so eine Kleinigkeit. Und unten hatten wir natürlich diese Schnittschutzhosen und so. Und ganz normal Benzin. Benzin, Forsthelm und sowas, alles für Kettensägen und Schneidausrüstung. Okay. Wichtig ist, bei Trendschneiden reicht dieses normale Forstvisier nicht mehr. Da braucht man noch eine Schutzbrille, ne? Okay. Kegel, na, da hätte ich ein bisschen neuere erwartet, aber macht ja nichts. Dreibeinstativ, ja. Sehr schön. Alles da, was man braucht, ne? Ja, Michael, erstmal schönen Dank, dass du nochmal kurz aufgemacht hast, weil letztes Mal hat was nicht mehr geschafft. Akkus waren alle und dann haben wir gesagt, reicht auch für heute. Und dass wir den LF10 nochmal nachschießen konnten, nochmal schönen Dank. Gerne. Coole Sache. Gebt dir mal einen Gefällt mir und der Ortswert, den Kameraden. Ich finde technisch ziemlich weit vorne, ziemlich gut ausgerüstet seid ihr. Also die Kleinigkeit mit Akkus, Wärmebild, Defri an Bord. Auch der 1625 hat ja so ein paar Leckerlis dran. Hohlstrahlrohrmäßig seid ihr, glaube ich, megamäßig gut. Was ihr alles habt, das ist schon toll. Löschrucksäcke, also geht mit der Zeit, finde ich gut. Und wie gesagt, lasst den Mann, gefällt mir da. Und treibt auch so ein bisschen an. Ne? Und schönen Dank, dass du dir für uns alle Zeit genommen hast heute. Ne? Ja, sehr gerne. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ne? Bis dann. Tschüss. Und nicht ich. Sehen wir irgendwo einen Unterschied? Genau. Wenn du jetzt mal nach da hinten guckst. Warte mal. So. Guck mal durch. Und zwar Glas reflektiert. Ja. Da kannst du keinen Temperaturunterschied sehen. Wollen wir davon einen eigenen Film machen? Nö. Nee. Mach mal ruhig so. Warte. Ja. Guck mal durch. Also man wird dich aber nicht hören groß, ne? Da müssen wir da nochmal. Ich sehe jetzt, habe ich gesagt, nichts. Ah, doch, ja. Letztendlich sieht man da jetzt den Handabdruck, wenn er den auf den Automaten hier gemacht hat. Sieht man an der Stelle genau den Handabdruck, gleich, wenn ich es wegnehme, weil die Temperatur sich an der Stelle halt verändert. Also seht immer die Oberflächentemperaturen von den Objekten, die ihr euch anschaut. Okay, aber ganz interessant. Ganz kurzer Schnack. Was gibt es denn da für verschiedene? Da gibt es ja verschiedene Systeme von. Ihr habt ja zwei Systeme davon, ne? Lass mal hier im Windschatten gehen. Dann sind wir schneller. Die Kameras unterscheiden sich ja prinzipiell in vielen Dingen. Und
grob über den Daumen gepeilt kann man sagen, es gibt einmal hochauflösende und einmal weniger hochauflösende. Ja. Und für welche man sich entscheidet, liegt am Geldbeutel und danach, was man damit machen möchte. Ja, ist natürlich ähnlich, als wenn ich ganz normale Spiegelreflexkamera oder sowas kaufe. Gibt es auch von bis, ne? Ein Einsteigermodell und ein gutes, hochauflösend wahrscheinlich das teurere. Ja. Genau, und sind die nicht so hochauflösend, aber dafür schneller oder sowas? Nee, das nicht. Nee, okay. Aber wie gesagt, ne, ist klar, je höher die Qualität, je höher die Bildauflösung da drin ist, je genauer das Teil, desto teurer ist es, ganz normal, ne? Okay.